Tim Burton ist mit einem Fantasy-Streifen zurück, die Insel der besonderen Kinder. Und hier gibt es wieder sehr viele wunderbare, kreative Figuren. Welche es gibt, die seht ihr hier im Trailer. Komm mit, ich möchte dir etwas zeigen. Aber du musst versprechen, dass du nicht wegläufst. Versprich mir, gut festzuhalten. Warte, was ist denn jetzt los? Komm, wir gehen zu den anderen. Jake, Miss Peregrine, ich bin höchst erfreut. Im normalen Sprachgebrauch würde man uns als besonders bezeichnen. Hugh, mach dein Netz runter. Da unsere Fähigkeiten nicht in die Welt da draußen passen, leben wir an Orten wie dem hier. Um uns zu schützen, erschaffen wir Zeitschleifen. Eine Schleife bewahrt die letzten 24 Stunden und man kann für immer hier bleiben. Seit deiner Geburt wusste ich, dass du zu uns gehörst. Es wird Zeit, dass du lernst, wozu du fähig bist. Aber ich bin ganz normal. Nein, bist du nicht. Deine Bestimmung ist es, uns zu beschützen. Wovor? Wir nennen sie Hollows. Sie jagen uns seit Jahrhunderten wegen unserer Kräfte. Ich verspreche dir, wir werden kommen. Du hast die Möglichkeit, etwas zu tun, das alles verändert. Versprich mir, dass du auf sie Acht gibst. Ich verspreche es. Wer hier hin und wieder schon mal zugeschaut hat, der wird wissen, dass ich ein großer Fan von Eva Green bin. Das liegt nicht nur daran, dass sie unfassbar toll aussieht, sondern dass sie so eine ganz spezielle Ausstrahlung hat. Ich finde, sie hat einfach immer so eine leichte Melancholie in sich, selbst wenn es eigentlich gerade um so eine taffe Szene geht. Hier spielt sie aber so die Übermutter, die in diesem Zeitloop gefangen ist, beziehungsweise alle gefangen hält, was aber jetzt viel, viel negativer klingt. Also sie sorgt eben dafür, dass es allen gut geht, aber hat auch hier immer wieder diese kleinen, feinen Nuancen, dass es jetzt eben nicht so eine totale eindimensionale Darstellung ist, sondern man merkt, dass bei ihr immer ein bisschen mehr mitschwingt. Und ich finde das total faszinierend, denn sie ist für mich so eine der Darstellerinnen, da merkt man auch so, egal welcher Drehtag, sie hat das ganze Drehbuch irgendwie im Kopf. Und selbst wenn es nur so eine klitzekleine Emotion ist, die gezeigt wird, die für einen Moment in 30, 40, 50 Minuten im Film jetzt gesehen, wichtig ist. So, das hat sie irgendwie drauf. Das finde ich wirklich toll. Asa Butterfield spielt hier auch mit. Da merkt man jetzt, dass der jetzt gerade so diese pubertäre Phase hinter sich hat. Der war ja mal eine kleine Süße. Kennt ihr das, dass Leute, die als sie klein waren, immer so ganz süß sind und dann irgendwann entscheidet es sich, wirst du ein hübscher Mensch bleiben oder wirst du hässlich? So in der Phase steckt er jetzt gerade irgendwie drin. Bin jetzt ehrlich nicht so der allergrößte Fan von ihm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich ihn in meinem Interview getroffen habe und ihn unglaublich langweilig fand. Das ist total abgefahren, dass man dann bei schauspielerischen Leistungen so ein bisschen anders hinschaut. Macht seine Sache aber hier auf jeden Fall wirklich ordentlich, aber ist jetzt für mich nicht so der krasse Star des Films, obwohl es die Hauptrolle ist. Und da muss man jetzt sagen, ja, okay, ne? Jetzt nicht ganz optimal. Ansonsten viele Newcomer dabei, die machen ihre Sache alle wirklich gut. Tim Burton weiß, wie er so einen Film zu inszenieren hat. Wusste er früher, zwischendurch mal nicht. Jetzt weiß er es wieder und dementsprechend Schauspiel. Was ich an Tim Burton-Filmen mag, ist, dass die Welt, diese Fantasy-Welt, grundsätzlich sowas Authentisches und Realistisches hat. Also ja, grundsätzlich, ne? Alice im Wunderland, so ganz kunterbunt auf LSD-Trip, das war jetzt nicht total authentisch und realistisch, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, denn auch der Film hat so ein leichtes Feeling von Big Fish. Und das mag ich eben total gerne, dass man sich vorstellen kann, dass sowas existiert. Das ist eben nicht total übertrieben alles vollgepackt, sondern es sind so kleine Elemente und das mag ich total. Und gerade auch schon gesagt, Big Fish, so der Film erinnert mich von dieser ganzen Grundstimmung einfach an den Film und das mag ich sehr. Ich fand Big Fish an einigen Stellen ein bisschen kreativer, aber mein Gott, ja, der Film ist jetzt auch 12 Jahre her, komplett andere Story, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also passt hier wirklich schön. Allgemein gibt es auch einige schöne Kamerafahrten, da sitze ich halt immer und denke so, juhu, da durfte sich mal wieder einer austoben. Und was ich auch gelungen finde, ist, dass dieses Haus einfach so ins Zentrum gestellt wird von der Geschichte. Man weiß, das Dreh- und Angelpunkt der Story, also dass man das auch bildtechnisch immer wieder schön in Szene setzt und man eben immer wieder weiß, wo ist man jetzt, wo soll man hin. Das kann er einfach und dementsprechend kann ich nur sagen, finde ich den Film optisch gesehen auch sehr gut gelungen, auch wenn gerade so beim Schlusskampf man merkt, ja, so 3, 4, 5 Millionchen hätte Tim Burton gerne noch gebrauchen können, um bestimmte Animationen und Visual Effekte
Visual Effects, wie willst du das denn jetzt sagen? Visuelle Effekte, Visual Effects besser hinzubekommen. Aber durchaus handwerklich insgesamt ein ordentliches Ding. Kann eigentlich ein Mensch auf diesem Planeten nicht Fan von Geschichten sein, in denen es um Außenseiter geht, die sich so ein bisschen emanzipieren müssen und gerettet werden müssen? Nein, das ist doch irgendwie immer toll. Das berührt einen. Man versucht sich da in den absurdesten Momenten selbst drin zu sehen, auch wenn ich jetzt nicht eben 1943 in einem Zeitloop stecke. Deswegen finde ich die Geschichte auch sehr faszinierend, habe jetzt auch Lust, das Buch nochmal zu lesen. Gibt ja auch eine Vorlage, habe ich aber nicht gelesen. Was dem Film gerade so den Einstieg aber schwierig macht, ist, dass der Anfang einfach unglaublich lang ist und relativ erklärungsintensiv. Und man stellt aber dann fest, so ganz ehrlich, so die ganzen Erklärungen hätte ich doch jetzt gar nicht gebraucht. Ich check schon so, in welche Richtung es geht. Und dass der Film eben sehr, sehr offensichtlich so diese Erzählklammer um die eigentliche Geschichte baut, um noch so allen das schöne Gefühl zu geben. Das fand ich an einigen Stellen ein bisschen anstrengend und dementsprechend zog sich das auch ein bisschen in die Länge. Auch der Endkampf gegen Ende, ja, es gibt in diesem Film einen Endkampf, ist mir ein bisschen zu lang geworden. Also da kann man durchaus so 15, 20 Minuten rausnehmen. Nichtsdestotrotz ist es aber nach vielen Enttäuschungen, die Tim Burton geliefert hat, wirklich mal wieder ein guter Film, den ich euch ohne schlechtes Gewissen empfehlen kann. Also gerade so Dark Shadows, ich fand auch Alice im Wunderland nicht wirklich so super gut. Dementsprechend kann man wieder sagen, so ein typischer Tim Burton. Tim Burton ist zurück, mir hat er auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude bereitet und sieht gut aus, habe ich eben auch schon bei der Technik gesagt. Also insgesamt ein wirklich solider Film, bei dem man aber gerne nochmal die Schere hätte ansetzen können, dann wäre es vielleicht noch besser geworden, aber durch und durch sehenswert. Man könnte sagen, Tim Burton ist zurück. So seit Sweeney Todd hat mich kein Film wirklich mehr richtig begeistert. Und bei Die Insel der besonderen Kinder, muss ich schon sagen, fand ich das schon ganz gut, was ich da im Kino gesehen habe. Schauspielerisch auch wirklich mehr als solide. Eva Green, Mr. Fan. Asa Butterfield ist auf jeden Fall okay. Andere Newcomer auch durchaus in Ordnung. Hat ein paar Längen mit der Schere eben so ein paar Szenen rausgenommen. Wäre es ein besserer Film geworden. Nichtsdestotrotz, ein schlechter ist es nicht. Ich empfehle ihn euch auf jeden Fall und gebe dementsprechende 7 Punkte. Ja, 7 von 10 Punkte für Die Insel der besonderen Kinder. Was haltet ihr davon? Findet ihr auch, dass die letzten Tim Burton-Filme nicht mehr so gut waren? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, was ihr auch erwartet von dem Film. Können wir ein bisschen diskutieren. Oder ihr schaut einfach mal bei meinem Pixar-Special vorbei. Mann, was für ein schönes Video. Der schönste Tag meines Lebens. Auf jeden Fall in diesem Jahr. Gibt es den ersten Teil direkt hier unten drunter. Und wenn ihr noch ein paar Ausschnitte aus dem Film sehen wollt, das lasse ich jetzt. Ne? Hört ihr hier auch, dass hier eine Straße ist, dass hier manchmal, beruhigt euch, jemand dran vorbeifährt. Die Clips aus Die Insel der besonderen Kinder gibt es oben drüber. Dann sehen wir uns hier bald wieder in der Filmlounge. Macht es gut und adieu.